Ja, herzlich willkommen zu unserem Kurs Marketing Reloaded. Ein Kurs mit 6 Modulen, mit 6 Workloads zum Thema Marketing Management als Basis für ein erfolgreiches Online-Marketing. Der Kurs, wie ihr wisst, diejenigen, die jetzt die ganze Zeit teilgenommen haben und auch Quereinsteiger, herzlich willkommen. Ich versuche in diesen 6 Modulen, in diesen 6 Workloads, die Basis für ein Online-Marketing, für ein erfolgreiches Online-Marketing zu legen. Und dieser Kurs besteht aus unterschiedlichen Teilmodulen. Das erste Modul ist, wir haben uns einen gewissen Überblick angeguckt. Dann der Bereich Nummer 2, wir haben uns die Makroumwelt, die sogenannte Pestanalyse, näher betrachtet und dann versucht anzuwenden. Und jetzt sind wir in der Mikroumwelt und in der Mikroumwelt haben wir schon zwei, drei unterschiedliche Tools und Vorgehensweisen kennengelernt. Und heute möchte ich euch vorstellen, praktisch 314, die sogenannten Wettbewerbspositionen, die bekannte Porter-Kurve. Diejenigen von euch, die BWL studiert haben oder Wirtschaftspsychologie, werden das Tool sicher kennen. Ich möchte es euch deswegen vorstellen, es ist ja wieder ein, sagen wir mal, nicht sehr, sehr, sehr modernes Tool, aber es ist ein Tool, das man sehr gut für seine Entwicklungen von Online-Strategien und Marketing-Strategien in der Analysephase einsetzen kann. Und ich werde euch gleich zeigen, warum das Ganze so interessant ist und immer noch seine volle Wirkung erzielt. Also die Wettbewerbsposition oder bekannt eben auch unter der sogenannten Porter-Kurve. Für diejenigen, die quer einsteigen, wir haben uns am Anfang von diesem Marketing-Management-Prozess haben wir uns einen kleinen Fall gegeben. Wir haben gesagt, wir simulieren, dass wir ein kleines Unternehmen sind, das entschieden hat, in den Online-Marketing-Bereich einzusteigen und in den E-Commerce einzusteigen. Und wir haben hier gesehen, wir haben diskutiert, okay, also unsere strategische Ausrichtung wird wahrscheinlich sein, dass wir in den E-Commerce einsteigen müssen. Aber die Diskussionen haben gezeigt, dass das eben nicht so hoppala geht, sondern dass wir das strategisch planen müssen. Also diesen kleinen Fall haben wir so als Aufhänger genommen und sind dann in den Marketing-Management-Prozess eingestiegen. Der Marketing-Management-Prozess, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, besteht aus 3 großen Bereichen: Rot, Orange und Grün. In Anlehnung an die Farben einer Ampel habe ich dann eben diese 3 Bereiche Analyse, Strategie und Marketing-Mix einfacher zum besseren Verständnis, zur besseren Visualisierung genutzt. Die Analysephase ist immer bei Rot, Stopp, stehen bleiben, erstmal einen gewissen Überblick verschaffen, bevor man über die Straße geht und dann eben die Entscheidung zu treffen, gehe ich links, gehe ich rechts, welchen Move mache ich? Und dann sind wir praktisch mit den strategischen Optionen schon in der Strategie angekommen und entwickeln unsere Strategie. Und aus der Strategie heraus werden wir dann in den Folge Einheiten und in den Folge-Workloads sehen, wie wir dann eben unseren modernen Marketing-Mix in Zukunft aufbauen. Und da ist natürlich dann auch die Online-Kommunikation und das Online-Marketing integriert. Aber denkt dran, die Grundüberlegung oder der Sinn und Zweck von diesem ganzen Kurs ist, ich kann Online-Marketing, ich kann Social Media eigentlich nur dann safe, sicher und auf einem guten Fundament bauend betreiben, wenn ich eben mein Marketing im Griff habe. Und dieses Marketing muss eben, okay, zugegeben, es muss nachgeladen werden, es muss reloaded werden, aber der Sockel ist immer noch ein gutes Marketing. Ja, also wir sind in der Mikroumwelt, in der Analysephase. Hier habe ich das immer als Dreieck gezeichnet, damit ihr euch das besser merken könnt. Das ist so eine gewisse Eselsbrücke. Das heißt, das Dreieck bezeichnet den relevanten Markt. Den prüfen wir, den haben wir geprüft. Wo gehst du eigentlich hin? In welchem Markt willst du gehen mit deinem zukünftigen Webshop oder Online-Shop? Dann links daneben das eigene Unternehmen mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Und auf der anderen Seite natürlich die Wettbewerber, sowohl die direkten als auch die indirekten. Wir haben gesehen, die indirekten, die aus einer anderen Branche mit einer neuen Technik kommen, Gefahr Disruption momentan in aller Munde, das meint die indirekten Wettbewerber, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, mit gezielten Techniken und auf einmal eine ganze Branche verändern. Und ganz oben, ganz, ganz wichtig, wird dann eine der nächsten Workloads sein, der Kunde, die Motive, die Zielgruppe,
die Bedarfsgruppe, mit der du dann letztendlich in deinem Online-Shop dein Business machen willst. Okay, also wir sind in der Mikroumwelt und wir haben jetzt praktisch die Mikroumwelt gescannt, wir haben sie analysiert. Die Punkte waren hier in den unterschiedlichen Workloads einmal unser Spielfeld abzustecken. Wer sind wir eigentlich? Wo sind wir? Wie attraktiv ist denn der Markt, in den wir mit unserem Webshop hineingehen wollen? Wie sehen da dort die Marktkennzahlen aus? Und ganz interessant, welche Kräfte wirken denn in dem Markt, in den wir jetzt hineingehen wollen? Und jetzt im Anschluss an dieses Five-Force-Modell von Porter gibt es eben eine ganz, ganz interessante Fragestellung, eben deine strategische Wettbewerbsposition. Wo willst du denn hingehen in dein digitales Spielfeld und wie trittst du in diesem digitalen Spielfeld auf? Und hier ist eben die Porter-Kurve ein älteres Tool, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, das aber nach wie vor extrem explosiv ist und extrem gut eingesetzt werden kann. Und es ist dumm, wenn man das in seinen Konzeptionen oder in seinen Kampagnen oder überhaupt in seiner Strategieentwicklung nicht berücksichtigt. Also, strategische Wettbewerbspositionen von Porter. Das heißt, jetzt an dieser Stelle musst du klären, welche Wettbewerbspositionen dein geplantes Business, in unserem Beispielsfall, jetzt eben der Online-Shop einnehmen soll oder heute bereits einnimmt. Natürlich kannst du mit unterschiedlichen Produkten unterschiedliche Rollen, also entsprechend deiner Segmentierung, deiner strategischen Geschäftsfelder. Strategische Geschäftsfelder werden immer abgekürzt mit SGF, damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Damit müssen also nicht all deine Produkte im Unternehmen gleich positioniert sein, aber dazu gleich ein bisschen später. Also das Ziel deiner Unternehmung, also hier die Einführung, die erfolgreiche Einführung eines Online-Shops, muss es sein, eine überdurchschnittliche rentable Marktposition in dem von dir abgesteckten digitalen Spielfeld zu besetzen. Professor Porter hat aufgrund der relativen Größe, also immer in Relation zur Branche, und der Rentabilität Unternehmen empirisch weltweit positioniert. Und das Spannende war, wie wir gleich sehen werden, dabei fand er immer eine U-Kurve und die ist eben nach ihm benannt, die Porter-Kurve. Okay, gucken wir uns das mal an. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich total easy und das ist auch eine kurze Lerneinheit heute, weil es eigentlich sich selbst erschließt. Schauen wir uns mal die erste Achse an. Also hier hast du den Return on Investment. Unten gering, oben hoch. Rechts rüber hast du den Marktanteil. Der kann auf der linken Seite klein sein, dann mittel und dann groß. Return on Investment heißt Verzinsung des investierten Kapitals. Also das, was aus dem Investment zurückkehren soll. Was ist dein Gewinnziel? Es ist eine Momentaufnahme und wie viel in einer Branche im Durchschnitt aller Anbieter verdient wird, abhängig von externen Rahmenbedingungen, solltest du eben auch auf dem Radar haben. Okay, lasst uns einen Schritt weitergehen. Der Marktanteil, das hatten wir schon bei den Marktkennzahlen. Der Marktanteil ist das Verhältnis des Absatzmengenvolumens eines Unternehmens oder eines Produktes zum Volumen des relevanten Marktes in einem Jahr. Okay, also jetzt haben wir mal die Achsen aufgezogen und hier seht ihr die durchschnittliche Branchenrentabilität jetzt als rote Linie eingezeichnet. Wer drüber ist, ist erfolgreich. Und wer unter der durchschnittlichen Branchenrentabilität sich befindet und tummelt, ist natürlich nicht erfolgreich. Eigentlich bis jetzt ganz einfach. Jetzt schauen wir mal an, was hat der Porter gemacht. Der Porter hat gesagt, naja, Firmen, deren Marktanteil sehr groß ist, also ihr seht unten die blaue Linie, die dicke, meistens die Kostenführer, bei denen ist es ja so, dass wenn sie diese Position einnehmen, auch der Return on Investment sehr hoch ist.
Also nochmal, Marktanteil groß, Return on Investment meistens auch hoch. Meistens ist es der Marktführer oder der Kostenführer. Und dann hat sich der Porter überlegt, okay, der Kostenführer, die Preisführerschaft, das hat alles sehr, sehr viel damit zu tun mit den Economies of Scale. Das hat sehr viel zu tun mit der mit dem Erfahrungskurveneffekt. Aber bildet das wirklich die Realität ab? Und wie gesagt, Porter macht es bis heute und bis heute kommt er immer wieder zu den gleichen oder kommen wir immer wieder zu den gleichen Ergebnissen. Und deswegen ist die Porter-Kurve für mich so spannend. Also ist es wirklich immer so, dass nur Firmen, die einen extrem hohen Marktanteil haben, wie hier der blaue Punkt, der Kostenführer, automatisch einen hohen Return on Investment haben? Und hier sagt Porter, nein, so ist es eben nicht. Wenn ich eben mir da draußen den Markt anschaue, dann gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Firmen, die haben einen sehr, sehr kleinen, das ist jetzt grün abgebildet, unten einen kleinen, einen geringen Marktanteil, aber guck mal, ihr Return on Investment ist sehr, sehr hoch. Und Porter fand dann hier noch weitere Positionen, die er benannt hat. Und die Namen kennt ihr sicher alle als Marketer. Jetzt wisst ihr auch, wo das herkommt. Also eine Position mit kleinem Marktanteil, aber extrem hohem Return on Investment ist der Spezialist. Es ist der Nischer und es ist der effiziente Kleine. Lassen wir uns die Positionen mal kurz auf der Zunge zergehen. Der Spezialist, er bringt aus Kundensicht, das ist wichtig, eine einzigartige, klar differenzierte Leistung mit hohem Kundennutzen. Und damit kann er hohe Preise realisieren, also hochpreisig verkaufen. Emotionale Faktoren, zum Beispiel Rolex, Teuscher Schokolade in der Schweiz, Porsche und so weiter und so weiter und so weiter. Und das gilt natürlich auch für Dienstleistungen. Also überleg mal, wenn du einen Online-Shop heute in ein digitales Spielfeld einbringen willst, was willst du denn dann aus Sicht der Kunden sein? Willst du ein Spezialist sein? Oder bist du eher ein Nischer? Ein Nischer befindet sich in kleineren Teilmärkten, die für die Großen wegen der vorhandenen Struktur noch zu unbedeutend sind. Also stellt euch einen großen Farbenhersteller vor und ihr seid ein Kleiner, der jetzt Speziallacke herstellt, um bestimmte Speziallacke herzustellen etc. etc., braucht ihr auch eine bestimmte Kundenstruktur und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss ein anderes sein und da kann der Große einfach momentan auch aufgrund der Anlagen, die du dann dafür vielleicht benötigst, kann der Große da nicht mitzuspielen und das ist für ihn auch nicht interessant. Ja? Aber denkt dran, wir haben bei den disruptiven Techniken, bei der Digital Readiness und bei der digitalen Transformation haben wir gesehen, wie gefährlich ein Angreifer aus einer Nische ist und wie gefährlich es ist, diese Wettbewerbsposition Nischer als Großer nicht auf dem Radarschirm zu haben, weil plötzlich ein kleiner Nischer, unerkannt, noch in der Nische übend, sich eine blutige Nase holen, immer wieder arbeiten kann, verbessern kann, verbessern kann. Ich habe euch damals das Beispiel für MP3-Player gegeben oder für die digitale Fotografie. Das heißt, auf einmal haben die das durch, auf einmal nimmt der Markt das an, was vorher nur eine kleine winzige Nische war und so kann auch ein Nischer extrem explodieren und eine große Gefahr für einen Großen darstellen, der den Nischer nicht auf dem Radarschirm hatte. Ja, und dann gibt es die effizienten kleinen, meist Familienbetriebe, kleinere Unternehmen, die keinen administrativen Wasserkopf haben, die hochflexibel sind, hochbeweglich, die konzentrieren sich auf das Geschäft und die Kunden und sind immer relativ schnell und Speed, Speed, Speed. Also möchtest du in diesen Bereich reingehen, überleg dir das. Oder sagst du dann, nein, nein, ich greife an, ich möchte der Kostenführer werden, ich habe die tiefsten Selbstkosten produzierte Einheiten und ich bin dann damit der Marktführer und ich will über Expansion gehen. Dazu gleich später. Also, gucken wir uns das Bild mal an. Wir haben auf der einen Seite den Return on Investment und auf der anderen Seite unten Marktanteil. Wenn ihr den Return on Investment, wenn ihr an den nicht rankommt von den Wettbewerbern oder auf den Marktanteil, dann kann man eben beide Positionen
auch ersetzen, einmal durch die Rentabilität und einmal durch den Umsatz. Also merkt euch, auf der linken Seite haben wir den Spezialisten, den Nischer und den effizienten Kleinen. Wir haben auf der rechten Seite den Kostenführer und Firmen, die über Größe und Expansion gehen. Und die beiden Positionen finden wir über der Branchenrentabilität. Das heißt, die sind erfolgreich. Und leider finden sich eben ganz, 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 ganz viele unterhalb der Branchenrentabilität. Und wenn ihr jetzt die grünen, roten und blauen Punkte anseht, dann folgen die oder bilden die eine sogenannte U-Kurve. Und das ist eben dann die bekannte Porter-Kurve, die eben hier diese Verteilung überhalb der Branchenrentabilität und unterhalb der Branchenrentabilität aufteilt. Also, schauen wir uns mal an. Das heißt Spezialist, Nischer, effizienter Kleiner und auf der anderen Seite der erfolgreiche Kostenführer. Und hier oben in der Mitte, die gelben Punkte, da findet Porter ganz, ganz, ganz wenige. Die meisten, also wenige, können sich da oben in der Mitte halten, sondern die, die sich in der Mitte befinden, sind eben nicht zum großen Teil die gelben Küchlein, die ihr hier seht, oder die gelben Kreise, sondern die sacken eben nach unten in die U-Kurve hinein, in das U unten hinein, die roten Abbildungen. Also, das heißt, die Bereiche über der durchschnittlichen Branchenrentabilität, die müsst ihr anstreben, die sind erfolgreich. Dafür müsst ihr euch aber entscheiden, wohin wollt ihr aus Sicht der Kunden gehen und wie wollt ihr in Zukunft euer Geschäft machen und wahrgenommen werden. Schauen wir uns den nächsten Punkt noch an, das da unten, wo ich gesagt habe, dass dann die in die U-Kurve runter absacken, weil sie sich oben in der Mitte nicht halten können. Diesen Bereich nennt Porter das Tal der Tränen. Und darüber eben nochmal zur Wiederholung: Spezialist, Nischer, effizienter, Kleiner auf der linken Seite und rechts der Kostenführer. Also wenn ihr jetzt in ein Business, jetzt fragt euch, ja, warum erzählst du uns das jetzt, was soll das, ist das theoretisches Blabla, was soll das, warum beschäftigen wir uns jetzt da eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde damit? Ich finde es deswegen so wichtig, weil es gibt einen Spruch, der heißt Structure follows Strategy. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr am Startpunkt eures E-Commerce steht oder bei der Entwicklung eines Online-Shops, dann müsst ihr euch einfach die Gedanken machen. Ihr müsst es strategisch lösen. Auf der Analyseebene oder durch Hilfe der Analyse müsst ihr sagen, wo wollen wir denn aus Sicht der Kunden hingehen mit unserem Online-Shop? Gehen wir in die Konzentration? Also sind wir auf der linken Seite? Sind wir ein Nischer? Sind wir ein Spezialist? Oder sind wir aus Sicht der Kunden ein effizienter Kleiner? Oder wollen wir in die Expansion den Kostenführer angreifen und groß, groß, groß auf diese rechte Seite? Was geht eigentlich? Welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale haben wir überhaupt? Und der Spruch Structure follows Strategy, merkt euch den. Ihr müsst ja dann, wenn ihr sagt, ich gehe nach links und ich möchte aus Sicht der Kunden ein Spezialist sein, ich möchte ein ganz spezieller Online-Shop sein, aus Sicht meiner Bedarfsgruppe, dann müsst ihr auch die Dinge bieten, die euch dann zu einem Spezialisten machen. Structure follows Strategy. Das heißt, ihr braucht dann auch die Strukturen, ja, die Infrastruktur. Ihr braucht die Leute dazu. Ihr braucht vielleicht Experten. Ihr braucht spezielle Produkte und so weiter und so weiter. Und genauso, wenn ihr euch entscheidet, auf die rechte Seite zu gehen, dann eben als Angriff auf den Kostenführer über Expansion, über Economies of Scale etc. etc. Ich habe euch hier noch ein bisschen aufgeführt, was versteht man so unter Konzentration. Das heißt also, man konzentriert sich auf einen bestimmten Markt. Wir geben Marktanteile, Umsatz auf. Wir werden kleiner, wenn wir schon irgend so etwas haben. Wir werfen Ballast über Bord. Also es geht von der Qualität bis zum Markennamen. Ja, also links gehen in die Konzentration heißt sehr speziell werden, Marktanteile aufgeben, weil wir eben spitz werden und alles, was uns behindert, Ballast über Bord werfen und eben auf diese Qualität, auf diese spitze Qualität aus Sicht der Kunden zu setzen. Und bitte denkt dran,
dass diese Strategien immer nur modellmäßig sind. Das hier generische Strategien vom Porter. Zum Beispiel, wenn wir Kunden oder Produkte, Zielgruppen haben, die keine Marge mehr geben, dann haben wir ja unsere Ressourcen gebunden. Und in diesem Fall sollte man dieses strategische Geschäftsfeld besser abstoßen und dann wirklich gezielt ins Nischertum marschieren oder ins Spezialistentum oder in die Position des effizienten Kleinen. Das ist also eine strategische Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft, weil eben Structure follows Strategy eben auch die ganze Struktur deines Business verändert. Um dort über den USP, die Marktkonstellation, Gewinne zu realisieren, meistens 3 bis 4% Marktanteil. Eine solche Strategie ist meist negatives, quantitatives Wachstum, aber dafür erhalte ich ein Plus an qualitativem Wachstum. Also wir arbeiten gezielt am Ertrag. Das ist unsere strategische Gewinnposition. Bei der Expansion, bei der Kostenführerschaft, praktisch sehr, sehr schwierig heute zu erreichen. Ja, praktisch kann man heute diese Strategie nicht mehr mit der eigenen Leistung, also als organisches Wachstum stemmen, nur noch durch gezielte Übernahmeschlachten kennt ihr ja, Fusionen als anorganisches Wachstum. Dazu muss man aber sehr, sehr, sehr finanzstark sein, sehr potent sein. Fusionskosten von Milliarden in der Erfolgsrechnung dann eben ausweisen. Und wie gesagt, da kann sich nicht jeder für diesen strategischen oder für diese strategische Richtung oder für diesen strategischen Move entscheiden. Also, und das war auch der Vorwurf, den man Porter gemacht hat, weil man sagt, naja, guck mal, also über der Branchenrentabilität haben wir zwei Bereiche, links und rechts, und die Mitte, kaum besetzt, weil nicht erfolgreich. Und die Masse rutscht runter und ist dann im Tal der Tränen. Porter nennt es auch stuck in the middle. Das heißt, du bist festgefahren. Ja, wenn nicht klar ist aus Sicht deiner Kunden, wofür steht denn dein Business? Wofür steht denn zum Beispiel dein Online-Shop? Bist du sehr speziell? Bist du filigran? Hast du ein ganz spezielles Angebot? Hast du spezielle Konditionen? Hast du spezielle Produkte? Hast du spezielle Dienstleistungen? Oder bist du der Kostenführer rechts? Da, wo es über den Preis geht, kannst du in den Preiskampf, in den Preiskrieg einsteigen, weil du tiefe Kostenstrukturen hast. Und ansonsten stuck in the middle. Und wenn aus Sicht der Kunden nicht klar ist, was bist du jetzt? Bist du Fisch oder bist du Fleisch? Dann bist du eben stuck in the middle. Das heißt, du stehst zwischen den Stühlen. Aus Sicht der Kunden ist nicht klar, was du bist. Du bist nicht greifbar. Das heißt, du wirst den Preiskrieg nicht gewinnen. Und auf der anderen Seite wird man dich aber auch nicht als Spezialist oder als Nischer mit einem hohen Qualitätsanspruch wahrnehmen. Du bist irgendwo da unten verrückt und hängst eben dann leider zwischen den Stühlen. Also, warum Porterkurve? Warum die Wettbewerbsposition? Nimm einfach mal dieses Gedankengut mit, setz dich hin, überleg dir, wenn wir jetzt den Online-Shop oder in den E-Commerce mit einem eigenen Webshop einsteigen, was wollen wir? Wollen wir eher die Qualitätsführerschaft erreichen? Dann gehen wir links. Oder wollen wir eher, oder können wir eher die Preisführerschaft erzielen? Dann gehen wir rechts. Auf keinen Fall dürfen wir nach unten in diesen roten Bereich, in das Tal der Tränen abwandern. Der Bereich hier in der Mitte, das Differenzieren, das ist eine Strategie, die Porter eigentlich nicht genannt hat. Porter hat eben ganz, ganz klar gesagt, entweder müsst ihr links gehen oder rechts gehen. Also geht in die Konzentration oder geht rechts in diese Expansion. In der Mitte stelle ich doch fest als Porter, das sind nur ganz, 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 ganz wenige Firmen, die sich wirklich da drin differenzieren über der Branchenrentabilität, obwohl sie nicht links und obwohl sie rechts sind, aber die eine andere Differenzierung in den Köpfen der Leute top of mind positionieren können. Und deswegen ist auch die Entscheidung der Unternehmen, der CEOs immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, das hat man Porter immer vorgeworfen. Man hat gesagt, naja, gut, der Professor an der Universität, der hat es leicht zu reden, geht links oder geht rechts, Structure follow strategy und in der die Mitte lasst er aus, diese Differenzierung. Und deswegen versuchen eben viele Leute, beide Wege zu gehen, aber man sieht, beide Wege zu gehen, diese Grätsche zu machen zwischen den Stühlen gelingt eben meist nicht. Und wenn er heute nach draußen schaut,
Wenn ihr euch Webshops anschaut und mal Webshops, bestehende Webshops unter diesem Kriterium euch anguckt, dann gibt es eben sehr, 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 sehr viele große auf der rechten Seite, die den Markt dominieren und die auch immer mehr den Markt dominieren werden. Und es gibt wenige, die, wenn sie nicht klar und deutlich aus Sicht der Kunden auf der linken Seite sind, und die Masse der Online-Shops, möchte ich mal behaupten, bewegen sich unten im Tal der Tränen. Also wenn du nicht nach links gehst und wenn du nicht nach rechts gehst, wenn du sagst, okay, ich versuche die Differenzierung, ich traue es mir zu, dann es bedarf heute sehr viel Mut, eben eine dieser Strategien zu folgen. Nische oder Spezialist. Das Argument kommt dann immer, was passiert, wenn die Nische wegbricht? Also wählen viele die externe Differenzierung, die sind diese gelben Punkte in der Mitte. Aber wie gesagt, da musst du auch sehr, sehr mutig sein. Und es ist auch sehr schwer, sich von einem Gemischtwarenladen zu einem Spezialisten zu wandeln. Denk dran, Structure follows Strategy. Und du änderst einfach deine Strukturen auch nicht über Nacht. Also Technologie, Know-how, Mitarbeiter, Image, Vertriebswege, Abgangszahlungen etc. 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 Was machst du mit Personen, die zum Beispiel in deinem E-Commerce nicht mehr mitmarschieren können, weil sie einfach die Techniken nicht kennen, weil sie aus einem ganz anderen Business kommen? Vielleicht warst du Versandhändler, vielleicht warst du perfekt in der Rolle, über einen Versandhandelskatalog deine Produkte zu verkaufen und diese emotional darzustellen. Und auf einmal jetzt im E-Commerce geht dir eben diese Kompetenz verloren. Du hast nicht mehr die Mitarbeiter, die gewohnt sind, auf einem digitalen Medium, in einem Online-Shop, auf Landingpages Leute zu begeistern, Leute zu emotionalisieren, die Bedarfsgruppe zu bespielen. Und ja, also und deswegen versuchen wir ja in diesem Kurs, uns auch Gedanken zu machen, wie wir denn strategisch da die beste Position erreichen. Ja, und dann gibt es noch die sogenannte interne Differenzierung bei Porter. Das heißt, man geht gezielt in die eigene Wertekette und vergleicht diese mit den Werteketten der Konkurrenz. Okay, und die externe Differenzierung, das habe ich euch gerade erklärt. Da geht es dann, ich möchte mich in der Mitte über der Branchenrentabilität halten, durch exzellentes Image, durch exzellentes Positioning, also Top of Mind. Aber wie gesagt, eine große Herausforderung, die auch sehr, 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 sehr viel Aufwand, sehr, sehr, sehr viel Geld kostet und mit Sicherheit nicht einfach zu spielen ist. Also, langsam kommen wir auch zum Ende von unserer Porter-Kurve, von unserem kurzen Workout, weil ich finde es ganz wichtig. Überleg dir also, gehe ich mit meinem Projekt, mit meinem Vorhaben, in unserem Fall mit meinem Webshop, gehe ich links in die Qualitätsführerschaft oder will ich rechts in die Preisführerschaft marschieren? Und denk dran, die Normstrategien vom Porter, diese beiden links oder rechts, gehen immer nach oben. Ja, also das Porter-Modell kann ich immer anwenden. Ich benötige dazu nur die durchschnittliche Branchenrendite, die kriegst du über Branchenverbände, Statistiken, Banken oder Kreditreform. Und diese kann bis, das kann also 1 bis 2 Jahre dauern, das zu kennen. Genau wird man es nie ermitteln können. Also wirst du immer, um schnell zu einer Entscheidung zu kommen, musst du dich eben auch dann hier auf eine beste Schätzung, wie so oft in der BWL, auf eine beste Schätzung verlassen. Weil sonst analysierst du und analysierst und es wird aus der Analyse eine Paralyse und du kommst nie zum scharfen Schuss. Aber nehmt es mit, versuch nun anhand der Porter-Kurve deine eigene Position aus Sicht der Kunden zu bestimmen. Wo bin ich denn, wenn du schon was hast, wo bin ich denn aus Sicht der Kunden wahrscheinlich? Klammer auf, das ist dann deine Ist-Position in dem relevanten Markt, in dem du gerade drin steckst. Und wir wollen ja jetzt strategisch denken für die Zukunft und die Ampel soll ja irgendwann von Rot auf Orange umschalten. Und jetzt kommt eben die Überlegung, Mensch, wo gehen wir, wo können wir hin, was ist unsere Sollposition in der Zukunft? Und überleg dir aufgrund deiner Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale, wohin willst du und wohin kannst du? Und wenn du da willst, wenn du einen Leitstern hast und sagst, da möchte ich hin, aus Sicht der Kunden will ich mich so und so positionieren, dann musst du eben deine Mannschaft aufbauen, dann musst du eben 360 Grad denken. Das Modell zeige ich euch auch noch dazu, was du als Unternehmen gerade im E-Commerce alles beachten musst und in Betracht ziehen musst und verbessern musst, dass du in diesem E-Commerce dann auch wirklich erfolgreich bist und nicht, dass du
eine der vielen bist, die leider sehr, sehr viel Geld für einen Webshop ausgegeben haben und der dann irgendwo in den Weiten des Internets verloren gegangen ist, weil sich keiner darum kümmert und weil niemand diesen Shop besucht. Also denk dran, Structure follows Strategy. Gehst du links in die Qualitätsführerschaft oder gehst du rechts in die Preisführerschaft? Vermeide auf alle Fälle das Sterben im Tal der Tränen. Und wenn du das zutraust, dann versuch dich zu differenzieren. Auch dazu werden wir noch einige Lerneinheiten haben. Ja, also eine kurze halbe Stunde war das jetzt. Ich hoffe, ich habe euch dann im Rahmen der Analyse bei dem Unterpunkt Markt noch die Markt- und Wettbewerbsposition von Professor Porter ein bisschen näher gebracht und einfach erklärt. Natürlich kann man das alles aufblähen und hunderte von Seiten dazu lesen und Studien lesen, aber das Extrakt und wofür ihr das dann wirklich in der Praxis einsetzen könnt, habe ich euch jetzt gezeigt. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Wiedersehen hier in meinem YouTube-Channel. Ich werde sicher noch 10, 11 Workloads zu diesem Thema Marketing Management als Basis für ein erfolgreiches Online-Marketing haben. Immer noch mit dem Blick, wie sieht es aus im E-Commerce, wie sieht es aus, wenn ich einen Webshop machen will. Das heißt, wir werden bis zum Schluss unseren kleinen Case da immer mitziehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und diejenigen, die sich das zu Ende angeguckt haben, vielen, vielen Dank. Wenn es in irgendeiner Art und Weise braucht und wenn es euch hilft, dann ist es ja okay. Und ansonsten schaut einfach mal wieder vorbei. Ich werde in Zukunft auch unterschiedliche Themen hier in meinem YouTube-Channel, der noch ganz jungfräulich ist, aufzubauen, verbessern, optimieren. Auch ich selber muss hier viel lernen und viele Dinge noch dann verändern. Ich hoffe, euch aber ein bisschen geholfen zu haben. Solltet ihr Interesse haben, geht drauf, abonniert meinen Kanal, meldet mich an. Da unten steht meine E-Mail-Adresse und ihr könnt vielleicht mal auf die Adresse meiner Werbeagentur schauen. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Peter.